Und auch heute freue ich mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und zwar habe ich hier ein Replay eingeschickt bekommen vom Leechbear mit dem Conway. Und da ich diese Panzerlinie auch selber noch spielen will, ist es natürlich gerade für mich besonders interessant. Auf jeden Fall schon mal schön zu sehen, der verzichtet auf Premium und sogar auf HE. Ist ihm vollkommen wurscht. Der spielt nur mit der Normalmunition. 400 Schaden mit 259 Durchschlag hat das Ganze. Hier als Top-Tier natürlich gar kein Problem, dann damit klarzukommen, sage ich mal. Wir werden hier eine kleine Speedy Gonzales-Runde sehen, denn die dauert nicht mal 5 Minuten und 44 Sekunden. Und dabei macht er, ja, sagen wir einfach mal, Damage. Ordentlich Damage. Auch hier, er hält sich direkt nicht zurück, sondern er fährt vorweg vor allen anderen. Mit dem Conway, der jetzt nicht so wirklich ein Panzerungsmonster ist, kann man das definitiv mal machen. Muss man aber nicht. Trotzdem finde ich das sehr mutig und beachtenswert, weil es gibt einfach viele andere Spieler, die dann da definitiv anders spielen würden und werden. Jetzt hat er hier vielleicht die Chance, dem der Torte genau sofort den ersten Hit zu geben. Natürlich ein komplett drehbarer Turm, damit tut er sich da ein bisschen leichter, als die Torte das zum Beispiel hier in dem Stellungskampf machen kann. Klar, die hat mehr Panzerung, aber dafür halt... Oh, jetzt kettet er den gerade da gerade nur. Aber halt dafür einfach diesen immer festen Turm. So, und dem Garde vielleicht das seitlich nochmal. Ja, der bietet sich ja förmlich an. Der sagt, hier, hit me. Ja, und da war es schon. Der Garde hat es hier super schlecht gespielt. Keine Ahnung, auf was für eine Mission der war. Auf jeden Fall nicht auf der, ich mache hier Damage-Mission. So, und die Torte kriegt er auch ihr Fett direkt von hinten ab. Und wie gesagt, eigentlich ist die Torte hier sogar tendenziell, hätte ich erstmal gesagt, ein bisschen im Vorteil, weil es einfach Panzerung hat. Aber dieser nicht drehbare Turm bzw. diese starre Kanone, die macht es ihm hier in der Tat sehr, sehr schwierig. Und jetzt sehr schön, der macht erstmal den T25-2 weg mit Low HP, bevor er da auf den Löwen schießt, der ja vermeintlich hier dicke Fisch und gut für die WN, diese ganzen WN-Geier, die ja nur für den Damage gehen. Nee, er denkt sich hier, Kanone weg, das reicht mir. Und der Löwe hatte zwar nochmal eine verpassen können, aber er ist derjenige, der jetzt am Drücker ist und ja, gar kein Problem. Der Löwe wird hier ganz einfach wie so eine lästige Schmeißfliege weggemacht. Nachdem jetzt seine Seite sehr dominant mit sehr vielen Panzer war, auf der Gegenseite der Gegner aber genauso dominant mit ziemlich genauso vielen Panzern, muss er jetzt natürlich nach hinten arbeiten und es hat zwei Optionen gegeben. Entweder man geht für den Cap oder man verteidigt. Ich persönlich mache es gerne wie er. Ich bin eher dann der Verteidigende, als im Cap zu stehen und zu warten, bis der Gegner dann doch irgendwo eventuell mal kommen kann. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, ja, schneller Snap auf den 1390. Ganz sang- und klanglos hat er den hier weggemacht. Und der IS hat versucht, auf ihn zu schießen. Oh, da ist eine Arti. Ja, was machst du denn da? Ja, da hätte er vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben müssen. Aber ab und an, ja, will man es dann doch schnell machen. Hier hinten jetzt sehr viele Gegner. Jagdpanther, der Defender, beziehungsweise in dem Fall das Objekt. Und IS, also... Wenn er nicht genug schon zu tun gehabt hat, jetzt hat er es definitiv. Der Jagdpanther will da weiterfahren, aber einen Hit hat der auch noch bekommen. Ja, Defender sollte man nicht unterschätzen. Hier hat er gerade noch so das Laufrad getroffen. So, jetzt muss er aufpassen, dass der Scorpion da seitlich nicht zu viel von ihm bekommt. Oh, sehr schön gedacht, aber in der
Not der kurzen Zeit nicht gut geaimt auf den Skorpion, sonst hätte er vielleicht da den Turm machen können und sein Kill wäre es gewesen. So dann leider doch nicht. Ja, das ist der Klassiker. Man schaut kurz weg und dann kriegt man da die Chance, eigentlich den Schaden doch noch anzubringen. Aber jetzt der IS. Defender ist hier gerade kein Problem. Auto-Aim und zack zurück, bevor der Schaden bei ihm ankommt. Genau, jetzt aus der Fahrt heraus dem er noch eine geben. Und jetzt kann er sich da schon dem Defender annehmen. Da muss er aufpassen. So viele Hitpoints hat er nämlich nicht mehr. Vielleicht den KV ehrlicherweise einfressen lassen. Jetzt, genau. Der hätte ihn nämlich weggemacht von der Hitpoint-Stärke. So, aber jetzt kann er da eingreifen und sich einmischen. Und jetzt ins Heck einfach nochmal einballern. Genau so. Und das ist es dann auch schon gewesen. Und geht damit 4 Kills nach Hause, 5649 Schaden und das in 5 Minuten 44. Ich glaube, das war ein schönes, feines, kleines Replay von dem Panzer, der mich selber interessiert, weil ich die Linie eben bald anfangen werde. Ja, falls euch das interessiert, wie ich diese Linie starten werde, mache ich dann immer wie immer live auf Twitch. Ansonsten viel Spaß euch weiterhin auf YouTube und allen anderen Social-Media-Seiten. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Aikaramba.